Nimm eine Position ein, die für dich angenehm ist. Im Liegen oder Sitzen. Und stelle sicher, dass du die nächsten Minuten nicht gestört wirst. Dies ist die Meditation zum Ankommen im Körper, zur Erweckung der Selbstheilungskräfte. Schließ deine Augen und richte als erstes deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Spür, wie er ganz von allein ein- und ausfließt. Wenn du magst, kannst du als Unterstützung deine Hände auf deinen Bauch legen. Und wenn du zwischendurch mit deinen Gedanken woanders hin abgleitest, kehrst du, sobald du es bemerkst, zu meiner Stimme zurück. Es ist für dich gesorgt, der Atem fließt von ganz alleine ein und aus. Dann gehe ganz langsam mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Füßen. Am besten, du kriechst in dich hinein und spürst sie von innen. All die Körperstellen, die ich benennen werde, erspürst du von innen. Und es ist nicht schlimm, wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt. Versuch einfach, bei den Körperstellen zu sein, die ich nenne. Spür deine Füße, deine Zehen, deine Ferse, dein Ballen. Wie nimmst du deine Füße wahr? Was spürst du? Sei ganz zu Hause in deinen Füßen. Und dann wandere weiter nach oben zu deinen Waden. Und nimm auch deine Waden von innen her wahr. Wie spürst du dich dort? Komm ganz an in deinen Waden. Nimmst du eine Farbe wahr, eine bestimmte Qualität? Es geht nicht um richtig oder falsch, um gut oder schlecht, sondern ums Wahrnehmen von dem, was da ist. Dann gehst du zu deinen Knien. Komm ganz an in deinen Knien und nimm sie von innen wahr, mit den verschiedenen Kniescheiben. Sehnen und Bänder. Und dann wandere zu deinen Oberschenkeln. Komm ganz an in deinen Oberschenkeln.
Sei ganz zu Hause in deinen Oberschenkeln. Links und rechts, rechts und links. Und vielleicht bemerkst du jetzt schon einen Unterschied zwischen deinen Beinen, in denen du jetzt schon deine Aufmerksamkeit geschickt hast, und dem restlichen Körper. Wie fühlt es sich an, richtig da zu sein, bewusst zu sein in jeder Stelle deines Körpers? Und du wanderst den Körper weiter nach oben zu deinem Becken. Und kommst ganz an in deinem Becken. Die Beckenschaufeln, in denen die ganzen Geschlechtsorgane und auch inneren Organe liegen, zu Hause sind. Komm ganz an in dein Becken. Welche Qualität nimmst du hier wahr? Ist es hell oder dunkel, warm oder kühl? Gibt es eine Farbe? Dein Schoßraum, welche Qualität hat es? Sei ganz da, komme an in deinem Becken. Und dann wanderst du weiter nach oben mit der Aufmerksamkeit in deinen Oberkörper, Rücken und Brust und darin die Lunge, das Herz, der Magen, das Zwerchfell, all die Muskeln, die Leber, die Milz. Alles ist darin zu Hause. Und du kommst ganz an in deinem Oberkörper. Der Atem, der alles in einem sanften Rhythmus bewegt. Schultern. Für viele, da sitzen da viele Spannungen und alte Lasten. Schau, wie nimmst du dich in deinen Schultern wahr? Komm da ganz an. Sei damit. Spür dich. Versuch, dich von innen heraus wahrzunehmen. Ganz bewusst in deinem Körper zu sein. Dann geh als nächstes zu deinen Armen, zu den Oberarmen, den Unterarmen und den Händen. Deine Finger an den Händen. Und komm ganz da an, in deinen Armen.
Sei ganz zu Hause in deinen Armen. Spür deine Fingerspitzen, die Handflächen, die Unterarme und die Oberarme, links und rechts. Und dann spür in deinen Hals. Wie nimmst du dich in deinem Hals wahr? Kriech in den Hals hinein. Komm an, sei zu Hause in deinem Hals. Sei ganz da. Breite dich aus. Spür dich. Und dann geh zum Kopf. Die Nase, die Augen, der Mund, die Ohren, die Haare, die Haut. Die Zähne. Der Schädel. Spür das wieder alles von innen heraus, aus dem Inneren heraus. Sei ganz zu Hause in deinem Kopf, liebevoll. Nun spüre in deinen ganzen Körper, von der Fußspitze bis zur Haarspitze. Und sei ganz zu Hause in deinem Leib, in deinem Körper. Und spür die Energie der Zellen, des Blutes, das durch deine Adern fließt, der Herzschlag, der Atemrhythmus. Der Rhythmus deines Liquors in der Wirbelsäule. Das Leben, das in dir fließt. Und du bist ganz bewusst in jeder Stelle, in jeder Zelle deines Körpers. Ganz da, jetzt hier, mit dir. Und genau mit dieser Empfindung, die da jetzt gerade in dir ist, fängst du langsam wieder an, dich in dem Raum, in dem du bist, dich wahrzunehmen. Und nimm aber die Empfindung mit, nimm dieses Bewusstsein mit, auch wenn du jetzt die Augen öffnest. Nimm das mit.
Nimm das jetzt in deinen Tag mit hinein, in das, was jetzt noch kommt. Spür das Bewusstsein über deinen Körper, über dein Sein. Und schau mit dieser Bewusstheit in die Welt. Wach und präsent. Wach und präsent. Ja, und dann öffne spätestens jetzt deine Augen. Fang an, dich zu bewegen. Und ja, viel Vergnügen bei dem, was du jetzt tust.